Das gilt Manuel Klinge zunächst mal auf der Bank, nicht in den Starting Six. Aber wie gesagt, jetzt wieder Zweikampf. Langenecker. Schuss von Gerstung. Valentin Busch. Wieder Gerstung, Schuss. Ja, das war Gerstung, ganz gezielt ins Zentrum gespielt. Auf Valentin Busch, der hält den Schläger rein. Hier sieht man es recht schön, dass Gerstung das genauso beabsichtigt hat. Das war kein Schuss, sondern ein gezielter Pass. Sehr schön von Gerstung auf Sebastian Busch zur 1:0 Führung der Tigers. Ganz leicht vors Tor getippt. Ja, zum Abfälschen. Kam aber keiner ran. Und Pavlo. Jetzt die Chance für nächste Möglichkeit an den Innenpfosten. Das war der Pfosten. An den Innenpfosten und wieder raus. Und jetzt? Knapp am Tor vorbei. Knapp am Tor vorbei. Zwei gute Möglichkeiten jetzt für die Huskies. Und die sind immer noch in Scheibenbesitz. Ja, machen jetzt nochmal richtig Druck. In diesen letzten Sekunden bleiben an der Scheibe. Und wieder, was war da? Aber Strafzeit jetzt. Und Strafzeit. Aber gegen die Tigers. Ja. Beinstellen meiner Meinung nach vor dem Tor. Gegen Luca Gläser. Jetzt hier die Szene nochmal. Ich glaube, das ist der Postenschuss. Ja, am rechten Innenpfosten schlägt die Scheibe. Schauen wir auch nochmal von oben drauf. Ja. Ganz klar an dem Pfosten und dann quer zur Torlinie auf die andere Seite. Glück für die Tigers in dieser Szene. Sehr, sehr viel Glück. Der Huskies. Klinge, der Goldhelm auf der rechten Seite für die Scheibe. Little. Meilleur erkenne ich noch. Meilleur vor dem Tor. Nimmt die Sicht oder versucht die Sicht zu nehmen. Das ist Evan McGrath jetzt hinter dem Tor. An der Scheibe. Klinge mit dem Direktschuss. Und da rutscht Thomas Wasware die Scheibe unter die Achseln durch. Ja, genau da ging er durch. Zum 1:1 Ausgleich. 58 Sekunden vor dem Ende. Hier sieht man es jetzt nochmal in der Zeitlupe. Klinge wartet auf den Schuss. Ja, durch die Achsel. Entweder durch die Achsel oder über die Schulter, aber ich denke durch die Achsel. Ja, genau da ging die Scheibe rein. Direktschuss von Klinge aus 5-6 Metern, natürlich unheimlich wuchtig. Und Luca Gläser setzt da gut nach, aber bleibt trotzdem, Heinrich bleibt trotzdem in den Scheibenbesitz und möchte da, was war da, überraschen am kurzen Pfosten. Lässt er aber mit sich nicht machen, macht zu. Und es geht weiter. 2 gegen 1 jetzt. Bischut. Tor! Bischut! Im Gegenzug! Jawohl. 2:1. Siegtreffer! Und wie ich schon mal in dem Spiel angedeutet habe, Sieger Peso sehr aktiv. Hier nochmal der Angriff mit Pim. Aber dann der Gegenzug. Blitzschnell, Pesut nach dem Wechsel zieht er in der Mitte durch, legt sich die Scheibe auf die Rückhand und trifft oben ins Netz. Sehr schönes Tor von Chica Pesut, sehr guter Gegenzug